Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Direct Action Gear, der Halifax Backpack Small. Es ist schon eine ganze Weile her, da hat Direct Action Gear den Halifax vorgestellt in Medium auf der Enforce Tag. Ich glaube, es war 2019, 2018, also auf jeden Fall schon sehr, sehr lange her. Und da standen 3 Halifax-Rucksäcke und dann hat es ewig gedauert, bis der Medium kam. Und jetzt kommt der Small auf den Markt. Wir hoffen, dass der Große auch nochmal irgendwann kommt. Wer das Video vom Halifax Medium nicht gesehen hat, am Ende dieses Videos haben wir euch das verlinkt, da könnt ihr euch das anschauen. Der Halifax Small ist vor allem für kurze Einsätze gedacht, wo man einfach nochmal ein bisschen mehr Ausrüstung mitführen kann oder natürlich auch für den EDC-Bereich, wobei Direct Action Gear ganz klar auf den behördlichen taktischen Markt zielt, da wo wir uns auch wohlfühlen. Gehen wir einmal kurz über die Spezifikationen für euch. Wir haben hier einen Rucksack mit 49,5 cm Höhe, 34,5 cm Breite und 22,5 cm Tiefe. Wir haben ein Leergewicht von 1,2 Kilo und wir haben hier ein Volumen von 18 Litern. Also wie schon gesagt, als Daypack für 24 Stunden, genau richtig von der Größe und vor allem hier extrem viel coole Organisation, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Schauen wir uns zunächst mal das Tragesystem an. Hier hat man Polster verwendet, die nicht offenporig sind, also kein Mesh, wie man das sonst kennt, sondern was Geschlossenes. Das ist natürlich immer super, gerade eben auch für den Green Zone Bereich, wo dann Dreck entstehen kann und sich hier in die Poren hängt. Das hat man hier auf jeden Fall nicht, sondern hat einfache Mesh-Polster und hat die hier natürlich, nein, keine Mesh-Polster, Entschuldigung, natürlich einfache Schaumstoffpolster, die geschlossen sind und hat hier nochmal Kanäle, wo die Luft zirkulieren kann. Oben ist ein Carry-Handle, Tragegriff vorhanden zum Tragen, anatomisch geformte Schultergurte mit Lasercut-Palschlaufen vertikal und einen höhenverstellbaren Brustgurt. Das Ganze verfügt hier nochmal über einen Schnellverschluss, Fastex-Verschluss zum Abwerfen und natürlich kann alles Gurtmaterial organisiert werden, hier schön mit Klettstreifen, um eben dann überschüssiges Gurtmaterial sauber aufzuräumen. Die großen Schlaufen hier, wo auch der Brustgurt eingehängt wird, kann man natürlich auch nutzen, um zum Beispiel den Trinkschlauch einzuhängen, wie hier zu sehen. Einen Beckengurt hat er nicht, auch keine Vorrichtung, einen hinzuzufügen. Da hat Direct Action Gear sich gedacht, okay, hier wird definitiv kein hohes Gewicht reinkommen, von daher lassen wir das komplett weg. Hat aber einen Bauchgurt spendiert, der auch abgenommen werden kann. Der ist hier einfach fixiert und kann dann ausgeschlauft werden über die Leiterschnallen, falls der nicht benötigt wird, aber ansonsten ist er auf jeden Fall da und dabei, um eben halt den Rucksack gegen Schlackern am Körper fixieren zu können in der Bauchgegend. Gehen wir mal über die Front. Hier habt ihr auf der Front ein großes Klettfeld für Patches, dahinter liegend ein Zipperfach für flache Gegenstände, wie zum Beispiel ein Block. Da passt aber auch ohne weiteres eine Schutzbrille rein, die ist auch dann hier etwas geschützt, denn man hat hier ein Velurklett auf der Innenseite beidseitig verbaut, bedeutet, ihr habt A, ein bisschen Schutz vor Kratzern und B, habt ihr hier die Möglichkeit natürlich auch mit Klett-Inserts zu arbeiten, um noch Innenorganisation zu gewährleisten. Dann habt ihr hier auf der Front in der Mitte einmal eine Daisy-Chain schlaufen, um hier verschiedene Sachen noch befestigen zu können, wie zum Beispiel mit Shockcord irgendwas. Den Helm könntet ihr da zum Beispiel irgendwie mit reinwurschteln. Also auf jeden Fall amtlich Möglichkeiten nochmal, um was zu befestigen. Daneben verlaufen 2 Reißverschlüsse. Es wirkt auf den ersten Blick so, als wäre das eine Tasche, die von beiden Seiten zugänglich ist. Das ist aber nicht der Fall. Hier hat man ein sehr schlaues Konzept gemacht, nämlich man hat 2 übereinander liegende Taschen gebaut. Bedeutet, die erste Tasche ist hier in dem Bereich und die zweite ist hier in dem Bereich. Ich greife mal rein, dass ihr es besser sehen könnt. Hier, das wäre jetzt quasi die oben aufliegende Tasche. Hier in dem Bereich. Und wenn ich jetzt hier aufmache, bin ich nochmal unten drunter. Oder? Und habe dann diesen Bereich bis hier drüben. Ja, also man hat immer die volle Fläche und hat aber trotzdem auf dieser Fläche nochmal in 2 Ebenen Platz, um eben flache Dokumente, Kartenmaterial oder sonstige Sachen perfekt unterzubringen. Auf der Unterseite ist hier einmal nochmal eine Reihe Palschlaufen, Lasercut vorhanden, um hier auch nochmal was befestigen zu können. Und hier hinten gibt es nochmal ein verstecktes Zipperfach, wo man dann zum Beispiel ein Raincover unterbringen könnte, ist allerdings keins mit dabei. Also hier wäre die Möglichkeit, das unterzubringen. Da könnte man zum Beispiel auch perfekt den Bauchgurt unterbringen, wenn man ihn gerade nicht benötigt, damit er nicht verloren geht. Okay, gehen wir auf die Seiten. Hier habt ihr schön in der Naht integriert, also wirklich sehr schön vom Design her, den Ausgang für den Trinkschlauch. Ich zeige das mal auf der Seite, wo nichts verbaut ist, damit man das gut sehen kann oder nicht sehen kann. Das ist wirklich was, was ich sehr schätze, wenn die Leute da auch ein bisschen Design mit reinbauen, dass man eben hier quasi nicht oder kaum ausmachen kann, dass hier was ist, aber für den Fall der Fälle wäre hier halt der Trinkschlauchdurchlass beidseitig. Darunter folgen dann zwei Kompressionsriemen, die hier einmal im oberen und unteren Bereich zu finden sind, Lasercut-Palschlaufen über die komplette Breite hier und endet unten in zwei elastischen Taschen, die oben auch nochmal mit Einfassband versehen sind, um hier zum Beispiel Trinkflaschen unterzubringen. Perfekt unserer Meinung nach ist es für eine kleine Nalgene 0,5. Wir haben natürlich auch hier größere Flaschen zum Zeigen einfach mal, wie das wirkt. Das ist ein bisschen fummelig, aber es geht. Also könnt ihr sehen, auch eine Kantine passt hier problemlos rein. Ist natürlich dann nicht so schön schnell zu ziehen. Und auch die gute 1 Liter Nalgene findet hier ihren Platz, steht dann halt ein Stück weit raus. Aber dass ihr es mal gesehen habt, der Vollständigkeit halber, das wären die Möglichkeiten an Trinkflaschen oder an üblichen Trinkflaschen, die man hier unterbringen kann. Ja, schon ziemlich viel Außenorganisation, wie ihr gesehen habt. Das ist auch noch nicht vorbei. Denn oberhalb des eigentlichen Frontfachs ist nochmal ein Zipper vorhanden. Und hier hat man auch nochmal über die ganze Fläche, also wirklich in dem Bereich hier, nochmal Platz, Gegenstände unterzubringen und hier auch ein bisschen mehr Platz. Ich habe jetzt nur ein paar Handschuhe rein, aber hier geht durchaus auch mal zum Beispiel von Helikon der Windrunner oder sowas rein. Also kleinere Windjacken kriegt man hier problemlos auch mit unter. Ab ins Hauptfach. Dazu muss ich hier die Fastex-Verschlüsse öffnen. Ich lasse es gerade nochmal zu, damit ich das euch mal zeige. Ich kann natürlich auch sagen, ich will das Ding nur als Toploader benutzen und dann werde ich hier automatisch von den Verschlüssen gebremst und kann dann eben nur den oberen Bereich aufklappen. Wir wollen jetzt aber natürlich bis ganz runter gehen, das heißt, ich mache das auf und zippe das einmal auf. Hier unten dann auch nochmal, weil der Rucksack wirklich ganz zu öffnen ist. So, und dann seht ihr hier auch schon, das ist natürlich nochmal perfekt, so kennen wir das ja auch vom Medium Halifax, der einfach dann auch das Innenleben komplett gezeigt hat, hat man hier auch sehr schön gelöst. Fangen wir mal mit der Frontseite an. Bei der Frontseite habt ihr hier einmal einen Velour-Klett-Bereich, wo ihr dann Modulartaschen anbringen könnt, haben wir jetzt hier von Helikon aus der Versatile Insert-Serie. Taschen befestigt, sind natürlich nicht mit dabei, aber könntet ihr hier ohne weiteres anbringen. Und hier im oberen Bereich, im Deckel, habt ihr nochmal eine Mesh-Tasche mit Zipper, wo ihr nochmal flache Gegenstände wie Powerbanks, Flachmann oder was auch immer unterbringen könnt. Im eigentlichen Pack-Bereich sieht es genauso aus. Da habt ihr aber anstelle von reinem Velour-Klett habt ihr hier nochmal Palschlaufen mit untergebracht. Bedeutet, ihr könnt sowohl Klettmodule als auch ganz normale Molle-Systemtaschen verbauen. An den Seiten habt ihr keine weitere Unterteilung, das heißt, die sind blank. Da habt ihr dann ja keinen Platz, um irgendwas noch unterzubringen. Aber das brauchen wir auch nicht, denke ich, denn man hat ja hier eine super Organisation und kommt vor allem gut dran. Das macht vor allem dann Sinn, wenn ich hier den Reißverschluss bis zum Ende öffne, dann kann ich die Flappen hier flach hinlegen und habe wirklich dann hier wie ein OP-Tisch, habe ich hier meinen Rucksack zum Arbeiten. Jetzt seht ihr hier, geht der Trinkschlauch hier hin und dahin, sieht ein bisschen komisch aus, wo geht der hin? Es gibt kein separates Trinkblasenfach, was von außen zugänglich ist, aber das hat man unserer Meinung nach sehr clever gelöst, denn hier in dem Zipper verbirgt sich eigentlich das Fach für das Framesheet und da kann ich aber auch die Trinkblase einhängen, was wir jetzt in dem Fall gemacht haben. Hier ist ein kleiner Verschluss, den zeige ich gleich im Detail, wenn ich ihn geöffnet habe und hole mal die Trinkblase raus, damit man das hier gut erkennen kann. Wie ihr seht, 3 Liter passt hier auch rein. Und jetzt ziehen wir einmal den Schlauch raus. Denn ihr habt nämlich hier die Möglichkeit zu sagen, ich will mein Trinksystem hinten dran verbauen. Das gibt es bei vielen anderen Herstellern, die haben dann das Problem, dass man, wenn man das Trinksystem einsetzt hier und frei hängen lässt, dass ich dann diesen Molle-Clip-Bereich nicht mehr nutzen kann. Und hier wäre der immer noch nutzbar, wenn ich das dahinter baue. Ich kann aber auch natürlich hier in der Öffnung meinen Verschluss oder meine Aufhängung für die Trinkblase auch oben herausführen und dann natürlich auch regulär das Ganze nutzen und hier die Trinkblase hängen. Wenn ich sage, ich brauche kein Molle-Klett, ich will die Trinkblase eher schnell im Zugriff haben, kann ich das natürlich auch so machen. Dann holen wir nochmal das Framesheet raus, dass wir auch hier wirklich alles komplett gezeigt haben. Das ist ein Polymersheet mit Aussparungen. Das heißt, so sieht das Ganze aus. Und es ist natürlich auch schon ein bisschen geformt eben, um die Rückenform ein bisschen darzustellen. Und natürlich auch, wenn man das sich hier nochmal von außen anschaut, passend auch so ein bisschen zu den Polstern. Also auch da wieder sehr cool mitgedacht, um eben hier auch die Luftzirkulation zu optimieren. Kommen wir zum Fazit. Für den EDC-Bereich ist der Direct Action Halifax Small vielleicht nicht optimiert, weil es keine Laptop-Unterteilung gibt, aber das ist ja nichts, was man noch zusätzlich nutzen kann. Wir nutzen zum Beispiel sehr gerne auch einfach einen Padded Sleeve für das Laptop, um das eben einfach so in der Tasche tragen zu können. Da brauchen wir keinen extra Einschub. Wenn man das im Hinterkopf behält, kann man den natürlich auch ohne weiteres für EDC benutzen, beziehungsweise vielleicht braucht ihr gar keinen Laptop und sagt, okay, ich will einfach nur meine 7 Sachen, mit denen ich täglich unterwegs bin, organisieren. Und dafür ist der Direct Action Small Halifax genau der richtige Pack. Militärisch gesehen ist an alles gedacht worden, unserer Meinung nach. Da fehlt nichts. Wir haben Außentaschen, wir haben jede Menge Organisation und wir haben auch eine Trinkblasenvorrichtung. Genauso wünscht man sich das, hat Direct Action wirklich toll umgesetzt. Den Direct Action Halifax Small bekommt ihr überall dort, wo man Produkte von Direct Action kaufen kann. Zum Beispiel bei Best Protection. Den Link zum Hersteller blenden wir euch unten ein. Was sagt ihr dazu? Habt ihr vielleicht auch schon den Direct Action Halifax Small zu Hause? Dann schreibt es uns mal in die Kommentare. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken, wir sind raus. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.